Den Zeitlauf zum ersten Unterwasserlevel, nämlich Level 4.1 Playa del Kong, schauen wir uns jetzt an. Und da es ein Unterwasserlevel ist, nehme ich diesmal nicht Dixie standardmäßig, sondern Diddy. Denn bei Wasserleveln ist er einfach mit Abstand der Beste. Und ich muss wirklich sagen, ich habe vor dieser Welt, was die Zeitläufe angeht, ziemlich viel Angst. Denn die Zeitläufe in den Unterwasserleveln, das... Ach. Ja, das sind alle Worte, die ich dafür übrig habe. Ach. Mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Ich will Diddy. Ich geh aus dem Weg jetzt. Oh, das hat ja jetzt kaum viel Zeit verschwendet oder so. Aber die Musik in den Unterwasserleveln ist richtig cool zumindest. Ja. Zum Beispiel die Musik, die wir gerade eben hören, ist eigentlich auch schon relativ cool. Aber noch nichts im Vergleich zu dem, was wir jetzt gleich hören werden. Denn jetzt kommt ja Aquatic Ambience. Ah, so schön. Ich glaube, ich werde auch vielleicht... Ja, bei... Fuck! Ja, komm, Startlein neu. Das ist nix. Ich werde wahrscheinlich bei dieser Challenge oder auch bei anderen, wenn Aquatic Ambience spielt und ich kurz davor bin auszurasten, einfach mal die Klappe halten und der Musik lauschen. Dann werde ich wieder beruhigt und komme wieder runter und alles ist wieder super. Aber hier die Musik, die finde ich auch schon total cool. Die ist neu, aber ja, die mag ich auch total gern. So, und bei dem Fisch einfach unten rumschwimmen, wie ich gerade. So, also der Anfang läuft schon mal deutlich besser, das ist schön. Aber wie gesagt, ich habe trotzdem sehr, sehr viel Angst vor diesem Level und auch vor den noch kommenden Wasserleveln. Scheiße, ich bin so schlecht. Auch schon wieder einiges an Zeit verschwendet. Ja, das war ja... Ja, natürlich. Wie hat mich der denn getroffen, bitte? Was zum Teufel, hey. Boah, das war auch knapp. Stirb. Oh, ich liebe die Musik. Das ist wahrscheinlich so ziemlich die beste Unterwassermusik, wie ich finde. Scheiße. Zum Beispiel die aus Super Mario 64. Die ist ja auch total episch. Aber scheiße. Aber hier Aquatic Ambience ist nochmal deutlich besser. Ich finde auch, dass... Mann, wie will ich denn da nicht getroffen werden, ey? Ich finde auch, dass der Remix hier nochmal besser klingt als das Original. Das ist ja nicht immer so. Zum Beispiel bei Bramble Blast oder Sticker Brush Symphony habe ich ja schon gesagt, dass mir da das Original besser gefallen hat als der Remix. Aber hier... Leck mich am Arsch. Gefällt mir der Remix besser. So, und da ist schon das Ziel. Das wäre wahrscheinlich vielleicht sogar schon Shiny Gold. Ich mach mal 13. Vielleicht wäre das gerade eben schon Shiny Gold geworden, aber ich habe mich halt von allem treffen lassen. Ach du Scheiße. 1,58. Oh, 1,58. Oh. Okay. Ja, Leute, ihr seht, das wird die Hölle. Das wird absolut die Hölle. 1,58. Ja, ohne sich treffen zu lassen. Jo, wie zum Teufel will ich das hinkriegen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Alter. Okay, das wird jetzt dauern. Stellt euch mal auf ein 40-Minuten-Video ein. Ihr könnt es ja schon sehen, wie lang... Ja, leck mich doch am Arsch! Ihr könnt es ja schon sehen, wie lang es ist. Ich weiß es ja noch nicht. Okay, einfach unten durchschwimmen bei dem, ohne eine Rollattacke oder so, dann kommt man da durch. Gut zu wissen. Hier muss ich sogar kurz warten, weil ich zu schnell bin. Ist auch ziemlich behindert.
Boah, man kann hier einfach so leicht getroffen werden von jeglichem Scheiß. Wie will ich 1,58, ey? Wie habe ich denn das hingekriegt? Scheiße. Ach, da muss ich gar keine Rollattacke. Ich dachte, da muss ich eine Rollattacke durchmachen durch diese Dinger, aber muss ich gar nicht. Ist mir gerade so aufgefallen. Und da muss ich auch warten. Ja, lol. LOL! Wie zum Teufel? Wie zum Teufel soll ich das schaffen? Das geht doch nicht, nicht. Ich kann überhaupt nicht singen, ich weiß aber. Ach, es ist so schön. Fuck! Ja, ich habe mich eine Million Mal treffen lassen und ich mache jetzt mal 206. Schön die 206 erwischt. Vielleicht reicht es ja auch schon davor. Vielleicht reicht ja auch schon 203 oder so für Shiny Gold. Und ich brauche gar nicht unbedingt diese kranken 1,58. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die schon brauche, weil... das habe ich bestimmt nicht umsonst gemacht. Ich habe es eigentlich immer so gemacht, dass wenn ich Shiny Gold hatte... dass ich dann damit zufrieden war und es jetzt nicht noch auf Teufel komm raus verbessern wollte. Vor allem in den Unterwasserleveln, weil ich ja eh nicht so ein Fan davon bin. Also, ich habe wirklich das Gefühl, wir brauchen wirklich 1,58 oder so. Und dann auch noch kein einziges Mal treffen lassen. Wie soll das denn gehen? Das kann gar nicht funktionieren. Okay, ich dachte wirklich, ich muss da eine Rollattacke durch die Dinger machen, aber nee. Ich muss einfach nur dran vorbeischwimmen. Ist ja schon mal eine ganz wichtige Information. So, das ist ein Weg. Super Start schon wieder. Schon wieder alles im Arsch. Ich habe auch überhaupt keinen Plan irgendwie für diese Challenge, was ich Besonderes machen könnte. Ich versuche halt einfach schnell durchzukommen. Das ist nie verkehrt, aber trotzdem. Das ist sowas von krank hier. Okay. Das habe ich jetzt gut hingekriegt. So, und hier muss man kurz warten. Wie scheiße ist das eigentlich? Schnell durch, oh Gott. Fuck, 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 fuck. Ja, ich wurde ja eh schon getroffen. So, und hier muss ich sogar auch kurz warten. Und dann... Ja, okay, es ist... Es könnte sogar gehen. Machen wir mal 203. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es reicht, ne. Ja, okay, aber es ist, glaube ich, dann doch gar nicht mal so mega unmöglich. Es ist zwar trotzdem bockschwer, aber ich glaube, es geht. Ja, aber das war mir schon klar, dass in den Unterwasserleveln die Zeitläufe enorm schwer werden. Das ist auch wirklich so. Finde ich viel schwieriger als an Land. Vielleicht auch einfach, weil... ich mit der Steuerung an Land besser zurechtkomme, weil ich mit fast keiner Unterwassersteuerung in irgendeinem Spiel zurechtkomme. Nein, das stimmt nicht. Ich finde, die Steuerung ist hier in dem Spiel auch gar nicht so schlecht, dafür, dass es Unterwasserlevels sind, aber sie ist trotzdem kacke. Ja, ich mag es einfach nicht. Ja, vom Aussehen her und von... Oh Gott. Und von der Atmosphäre sind Wasserlevels schon immer cool. Auch diese, in dem Spiel. Aber mein Hauptproblem mit Unterwasserleveln ist halt nun mal die Steuerung. Und wenn die Steuerung kacke ist, dann ist schlecht. Warum ist der jetzt oben gespawnt? Will er mich verarschen? Der ist bisher... What the fuck? Der ist bisher immer unten gespawnt. Warum ist der jetzt oben? Ja, lol. Was zum Teufel, hey? Ich glaube, ich spinne. Kann ja nicht wahr sein.
Aber übrigens, was ich vorhin noch zu Unterwassermusik sagen wollte, da habe ich, oh Gott, ja gesagt, scheiße, dass die Unterwassermusik aus Mario 64 nicht ganz so gut ist wie die hier. Auch super, natürlich, aber nicht ganz so gut. Und ja, finde ich auch immer noch. Aber ich finde die Unterwassermusik aus Banjo-Tooie, und zwar in, hier, Atlantis, scheiße, die finde ich auch absolut genial. Die kommt, ja, ich weiß nicht, ist sie besser, ist sie gleich gut, ist sie schlechter? Ich würde sagen, die sind etwa gleich gut wie Aquatic Ambience. Fuck. Zumindest wie der Remix. Also wenn man sich jetzt das Original anschaut von Aquatic Ambience, das finde ich natürlich auch gut. Keine Frage. Finde ich auch gut, aber diesen Remix hier, der ist nochmal um einiges besser, finde ich. Der ist so gut. Oh. Also wenn man die Originale vergleicht, dann ist Atlantis aus Banjo-Tooie besser. Und wenn man den Remix hier nimmt, dann ist, ja, ich weiß nicht. Schwierig. Ich sag mal einfach, sie sind gleich. Aber beide sind besser als die Unterwassermusik aus Mario 64. Und das, obwohl die aus Mario 64 auch schon absolut genial ist. Ich sag ja nicht, dass die schlecht ist, auf gar keinen Fall. Die ist absolut episch. Aber Aquatic Ambience und Atlantis ist halt noch mal besser. Also ja, in Sachen Musik ist die Donkey Kong Country Serie schon wirklich ein absoluter Meilenstein. Das muss man einfach so sagen. Okay. Das ist einfach so. So, spawnt er, natürlich spawnt er oben. Oh, das war wieder knapp. Wenn der oben spawnt, dann habe ich halt auch weniger Platz und dadurch laufe ich eher Gefahr, in diese Stacheln da rein zu rasen, was mir ja vorhin auch passiert ist, glaube ich. So, einfach schnell durchkommen und nicht getroffen werden und schon haben wir's. Ne? Kein Problem. Nein, nein, nein! Oh, ich bin so kacke. Ich bin so kacke, ganz ehrlich. Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Ja, das war jetzt auch nicht perfekt, aber was soll ich machen? Hier muss ich ja auch kurz warten, bis ich hier unten durch kann und jetzt. Nein! Da lasse ich mich da nochmal treffen! Das wär's gewesen! Ich hätt's schon! Ich hätt's schon! Das wär's! Verdammt! Ach man. Also wenn man sich in den Unterwasserleveln treffen lässt, dann ist es gar nicht so schwierig, Shiny Gold zu kriegen, glaube ich. Weil das hätte ich jetzt schon mehrmals geschafft. Weil die Hauptschwierigkeit in den Unterwasserleveln ist halt, sich nicht treffen zu lassen. Das ist eigentlich auch in jedem Jump'n'Run so, weil man kann ja in Unterwasserleveln nicht runterfallen. Deswegen fällt das als Schwierigkeit schon mal weg. Und um das quasi auszugleichen, gibt es mehr Möglichkeiten, sich treffen zu lassen. Und deswegen ist es für Speedruns schwieriger, gut für, zumindest für Speedruns, wo man sich nicht treffen lassen will. Und das will ich ja. Also wenn ich das nicht noch als extra Bedingung für die Challenges angestellt hätte, dann hätte ich in einigen Leveln deutlich weniger Probleme. Aber ich möchte mich eben nicht treffen lassen. Denn ja, ist nochmal eine extra Herausforderung und ich finde es auch besser, wenn man sich nicht treffen lässt. Wow, das war knapp. Ich dachte eigentlich, ich wurde aufgespießt. Aber okay, ich will mich nicht beschweren. Ach, die Musik. Ach, die ist so gut. Die ist so gut. Boah, wie ich da jedes Mal hängen bleib. Alter, jetzt bleib ich da sogar auch schon hängen. What the fuck? Ey, nie im Leben hat mich dieses Stachelgedöns getroffen. Nie im Leben, ganz ehrlich.
Niemals. Ich glaube, ich spinne. Also das war jetzt Betrug. Das war wirklich Betrug. Das hat mich nicht getroffen. Das hat mich nicht getroffen. Mann. Wieder ein bisschen runterkommen. Ach. Ja, tut mir leid, dass ich in diesem Let's Play oder in diesem Let's Challenge ein bisschen mehr mitzoome, aber wie gesagt, die Musik in Donkey Kong Country ist einfach, ach, der Oberhammer. So. Also ich würde wirklich sagen, Donkey Kong Country ist das Franchise mit der besten Musik. Und ja, das kann man, glaube ich, sogar ziemlich ohne Zweifel sogar behaupten. Jetzt ist er wieder unten, der Arsch. Ich finde aber nicht, dass Tropical Freeze das beste Spiel mit der... Also das Spiel mit der besten Musik ist, sagen wir es so rum. Sondern ich finde sogar, dass Super Mario Galaxy 2 insgesamt bessere Musik hat. Denn, boah, die Musik in Super Mario Galaxy 2 ist auch... Oh, die ist so gut. Die ist sogar noch besser als hier in Tropical Freeze, finde ich. Wow, wow, wow! Da war ich jetzt ein bisschen schnell. Ein bisschen schnell. Oh, Gott. Alter, war das jetzt knapp. Okay. Aber dadurch habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen Zeit rausgeholt. So. Keine Scheiße mehr bauen. Wenn ich das jetzt hinkriege, dann haben wir's. Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Okay, und durch. Hoch. Und ins Ziel. Yes. Sogar 1,57. Nochmal verbessert. Boah. Okay, es ging ja dann eigentlich sogar doch relativ schnell. Ich dachte wirklich, ich sitze jetzt hier eine Dreiviertelstunde oder so. Aber nee. Wie lange hat es gedauert? Knapp. Ja, so ein bisschen mehr als eine Viertelstunde. Ja, bin ich zufrieden damit. Okay. Und wieder mal das Schönste. Nämlich der Nihashing. Obwohl, vielleicht kann der Nihashing ja unter Wasserlevel nicht. Schauen wir einfach mal. Doch, er kann unter Wasserlevel. Und er ist 8 Sekunden schneller als ich, was gar nicht mal so viel ist. Ja gut. Ja, wenn man bedenkt, dass es ein Unterwasserlevel ist, dann sind 8 Sekunden eigentlich schon viel. Weil in Unterwasserleveln kann man nicht so viel abkürzen, wie man jetzt an Land mit der Rolle zum Beispiel machen kann. Aber ich bin gespannt, ob dem guten Nihashing nicht doch irgendwelche Tricks eingefallen sind. Wir schauen einfach mal. Er hat natürlich auch Diddy genommen, das habe ich vorhin schon gesehen. Was macht der denn? Aber er jumpt noch auf dem Wasser entlang. Wenn man an Land ein bisschen schneller ist. Okay, sehr interessant. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Unterwasserlevel für so professionelle Speedrunner wie den Nihashing schwieriger sind, weil man da viel leichter Fehler machen kann. Denn, ja, ich weiß nicht, wie soll ich es beschreiben, man kann sich einfach man kann sich nicht nur nach rechts und links, sondern halt auch nach oben und unten bewegen, was man an Land mit Springen natürlich schon auch so ein bisschen kann. Aber an Land ist das Prinzip immer das gleiche, nämlich Springen, Rolle, Springen, Rolle, Springen, Rolle. Und unter Wasser ist es aber völlig anders. Und deswegen muss man sich da so ein bisschen was anderes einfallen lassen. Also ich glaube wirklich, Unterwasserlevels sind schwieriger auch für die professionellen Speedrunner auf dieser Welt. Und er hat sich gerade eben schon einmal treffen lassen. Um ein bisschen Zeit rauszuholen. Ich glaube auch, dass er sich bestimmt nochmal irgendwann irgendwo treffen lässt. Bestimmt bei dem Abschnitt mit den Stacheln oder so, um da schneller durchzukommen. Obwohl, dann würde er Diddy verlieren. Er wartet ganz knapp. Okay. Und hier wartet er tatsächlich auch. Und hier schwimmt er jetzt aber einfach durch, ja.
Das holt natürlich nochmal sehr, sehr viel Zeit raus. Das ist sogar schon fast alles. Abgesehen davon hat er nahezu alles genauso gemacht wie ich oder zumindest sehr, sehr ähnlich. Also das ist wirklich fast der einzige Unterschied, den er gemacht hat. Und das darf ich ja gar nicht machen, weil ich will mich ja nicht treffen lassen. Also bin ich tatsächlich mit meiner Zeit eigentlich relativ zufrieden. Okay, das erste Unterwasserlevel haben wir zum Glück relativ gut überstanden. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann gleich das nächste Level aus dieser Welt an, nämlich Welt 4-2 Aquatac oder Aquatec oder so. Bis dann.